Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Wir machen heute hier weiter am Frostgipfel, sozusagen am Frostgipfelspitze oder an der Frostgipfelspitze. Denn wir wollen hier jetzt endlich wissen, ob sich unser erlebtes, liebes, aber feines Arktus endlich mal dem Team anschließt. Und ja, das wird vielleicht nicht so eine leichte Aufgabe, aber ich habe mir gedacht, okay, ich zeige es euch jetzt einfach, dass sich Arktus mal anschließen wird. Und ich habe ein bisschen vorgesorgt, meine Damen und Herren. Das zeige ich euch auch gerade mal bei Bzzzt. Denn es trägt das Item Sympathie. Also wenn es sich jetzt nicht anschließt, weiß ich auch nicht. Dann liegt es definitiv nicht an Sympathie, weil Sympathie erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Pokémon unserem Team anschließen. Ich glaube, es könnte sich sogar Metang anschließen. Ich bin mir aber nicht so sicher dabei. Also es können sich auch Pokémon anschließen, die sich bis jetzt unserem Team gar nicht anschließen konnten. Wäre relativ lustig, wenn sich jetzt auf einmal Metang anschließen würde, so nach dem Motto, ja, du kannst mich gerne ins Team aufnehmen, jetzt wo du Sympathie trägst. Aber mal gucken, so weit sind wir noch nicht. Wir sind in Frostgrotte E3 und wollen uns natürlich auf den Weg machen in Richtung... Rehorn. In Richtung der Frostgipfelspitze, wo uns dann natürlich Arktos erwartet. So, es gibt aber erstmal Geld. 58 und ein Blaugummi sogar. Wie nett. So, da war ein Item in der Wand drin. Schade, dass wir das natürlich noch nicht aufheben können. Weil es sind eigentlich sehr, sehr gute Items. TMs, VMs und so weiter. Also in den Wänden sind wirklich klasse Items drin. Bloß die Fähigkeit erlernt man relativ spät. Und jedes Mal, wenn man die Wand aufreißt, kostet das einen Magenpunkt. Also man sollte nicht unbedingt die ganze Ebene einreißen. Oder man trägt natürlich ein Item, was das verhindert, dass der Magen zurückgeht. Oder dass der Magen zumindest nicht so schnell zurückgeht. Und ihr seht schon, jetzt will sich schon Greyhorn unserem Team anschließen. Also das wollte es vorher natürlich auch nicht. Ja, aber wir brauchen den Platz unbedingt für Arktos. Deswegen nehme ich jetzt nicht Greyhorn mit. Und so schnell sind wir auf der Frostgipfelspitze, meine Damen und Herren. Da ist Arktos. So, jetzt aber. Wenn du dich jetzt nicht anschließt, weiß ich auch nicht. Wer auch immer es sei. So, dann fangen wir mal an. Ich bin jetzt erstmal einmal zur Seite gegangen. Komm. Mann, Arktos muss ich doch einfach mal anschließen, Leute. Komm. Yes! Arktos will ins Team und das nehmen wir natürlich gerne mit, meine Damen und Herren. Ja, wir geben dir einen wunderhübschen Spritznamen. Wir nennen dich folgendermaßen. Na, wo bist du? Frosty geht mit auf Abenteuerreise. Und das speichern wir natürlich ab, dass wir Arktos erfolgreich ins Team mitgenommen haben. Und ja. Achso. Jetzt speichern wir nochmal ab. Doppelt hält halt besser. So, es gibt erstmal die berühmte Pelipper-Post. Doch zunächst sollte ich jetzt erstmal zu Frosty ins Partnerareal gehen. Das ist übrigens die einzige Situation, wie man im Partnerareal etwas freigeschaltet bekommt. Das ist sehr interessant. Machen wir erstmal. Okay, Jobliste. Das löschen wir alles. Das brauchen wir nämlich nicht. Das ist nämlich nicht so toll. So. Wir besuchen jetzt Frosty und meine Damen und Herren, merkt euch diesen Moment.
Ah, muss ich noch irgendwas machen vorher? Ich habe Zapdos, ich habe Arktos, ich habe Lavados. Mich fragt's nur, was jetzt noch fehlt. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass als ich das hier betreten habe, dass es dann zu einem Event kam. Jetzt weiß ich aber nicht, warum das nicht passiert. Das ist merkwürdig. Normalerweise sollten die drei Pokémon doch. Brauche ich doch. Komisch. Okay, ich muss vielleicht irgendwas vorher noch machen. Bevor ich zu Arktos, Zapdos und Lavados kann. Stimmt, da war was mit Gengar noch, glaube ich, ne? Wo ist denn das? Tatsache. Endlich haben wir es gefunden. Ja, wir haben es gefunden. Mein Wunsch wird endlich in Erfüllung gehen. Vergiss nicht meinen Wunsch. Hamaretan. Das muss ein Geheimnis bleiben, von dem wir nur beide wissen. Wir dürfen kein Pokémon davon erzählen, nicht mal Gengar. Ich weiß. Überlegen wir mal, wie wir das machen. Zuerst. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, wie man Wünsche wahrnehmen lässt. Nicht den blassesten Schimmer. So, was ist mit dir? Egal, so. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind hier irgendwo, oder? Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So, hier kommt man gar nicht weiter. Was kann man denn noch trainieren? Habe ich nicht alles? Ach, die ganzen Teams habe ich noch nicht. Team Kengu, Team Rumpelfels und so weiter. Die habe ich ja noch alle gar nicht. Können wir auch mal machen. Ich glaube, die sind dann hier, ne? Bin mir jetzt mal gar nicht so sicher mehr. Mein Papa ist der Größte. Natürlich würde ich Shanaira gerne begegnen, was das wohl für ein Pokémon ist. So, ich muss mal mit. Ich weiß nicht, ob meine Persönlichkeit sorglos werden sollte. Ah ja. Wunderbar, endlich. Ah, sehr gut. Ja, werde ich. So, jetzt können wir nämlich die. Meine Güte, ich habe doch gedacht, hä, warum kommt da kein Event? So, jetzt muss ich Frosty besuchen. Und jetzt, meine Damen und Herren, merkt euch diesen Moment. Boah, das ist doch cool. Und nochmal. Und jetzt sie erschaffen dieses Kristall. Feuer, Eis und Elektrizität. Wenn die drei Kräfte miteinander verschmelzen, erhebt sich der Wächter des Meeres. Unsere Ankunft auf der legendären Insel. Wir drei haben mit unserer Gegenwart den Wächter des Meeres geweckt. Deswegen wachsen die Strudel zu Tornados an. Ich habe hier den Vortex-Stein. Wenn ihr ihn tragt, könnt ihr durch die Tornados des Meeres schreiten. So gelangt ihr zu einem Ort namens Silbergraben. Dort befindet ihr den Wächter des Meeres. Geht jetzt. Der Wächter des Meeres erwartet euch. Und der Silbergraben steht offen. Einer der schwersten Dungeons in Pokémon Mystery Dungeon. Es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, meine Damen und Herren.
So, jetzt erstmal, stimmt. Wir nehmen mal Markus, glaube ich, mit, oder? Bericht. Level 36. Gummi geben. Selbstheiler. Die IQ-Fähigkeit nutzen wir natürlich. Wo bist du? Wunderbar. Zum Team. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich alles ablegen muss. Der Silbergraben wird ein echt langer Dungeon, das kann ich euch jetzt schon verraten. Also, oh meine Fresse, da haben wir echt viel zu tun. Eine Sinebeere oder zwei Sinebeeren, lass ich mal. Diese brauche ich nämlich. Am Anfang ist der Silbergraben noch nicht so schwer, weil wir noch Gummis finden. Und dadurch können wir uns immer wieder den Magen heilen. Später wird das nicht mehr der Fall sein. Und deswegen nehme ich jetzt erstmal einen Riesenapfel mit und dann war es das ja auch mit dem Kekleon-Shopping. So, dann gehe ich zur Snobbilly-Karte-Bank. Da lagere ich den Rest ein. Jetzt haben wir aber auch über 10.000 wieder. Wurde ja auch mal Zeit. Ich habe ja schon ewig kein Geld mehr in der Snobbilly-Karte-Bank, so viel. Zumindest. Oje, ich glaube, ich brauche irgendwas für eine VM, oder? Taufer, außerdem... Jo, das sollte eigentlich kein Problem sein mit dem Wasser-Pokémon. Jetzt muss ich bloß gucken. Habe ich den Taucher? Oje, da muss ich jetzt suchen, in welchem Schlüssel sich... Oh, bitte nicht... Hab bitte einfach Tower, um diese Situation einfacher zu gestalten. So. A, B, C. Oh, hab ich ein Glück. Das ist der Taucher. Ich glaube, Horst kann Taucher. Dann gehen wir mal zu Horst. Kann Taucher, bitte. Bitte. So, Bericht. Ach, das muss ich ja unter Attacken nachschauen. Wunderbar, Skantaurer. Und Horst ist natürlich sowas von Wasser-Pokémon, dass ich einen Sturzbach draus machen kann. So, jetzt aber. Silbergraben, meine Damen und Herren. Es wird spannend! Meine Güte, eine der schwersten Dungeons. Und noch 99 Ebenen stehen uns bevor. So, als allererstes. Team Horst. So, Horst schicken wir erstmal zurück. Ich weiß gar nicht, ist das Schleimkost? Ja, Schleimkost finden wir auch ganz häufig noch in diesem Dungeon. Werden wir aber definitiv gebrauchen. Schleimkost füllt 30% der Magenpunkte wieder auf. Das ist immerhin einiges. Wir finden auch nicht so schlechte Items am Anfang. Also die ersten 15, 30 Ebenen sollten da doch machbar sein. Sogorb, falls wir dann doch irgendjemanden finden sollten, der, ja, irgendwo ein Kekleon-Shop oder sowas, das sehen wir natürlich gerne. So, Baldorfisch, das haben wir jetzt bis jetzt auch noch nicht gesehen. Wir fixieren einen Funkensprung. Ich hoffe, ich finde irgendwo Top-Elixier hier. Ja? Das kann man nämlich nur am Anfang relativ gut finden. Später weiß ich das nämlich nicht mehr so. So, wir können natürlich Elektroattacken. Das ist eine wunderbare Sache. Weil später hinaus kommen auch wieder Seejong und die ganzen Pokémon, wo uns durchaus gefährlich werden können. Weil Reiser und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja, das wird nicht einfach im Silbergraben. Ihr seht, wir kommen jetzt noch relativ schnell voran. Wir sind schon in E6 und jetzt auch gleich in E7. Aber das ändert sich rasch. So. Wenn es so weitergeht, bin ich relativ glücklich. Sodass ein Schal oder ähnliches, ein Defense-Schal... So, vielleicht ist es sogar... sinnvoll, den Defense-Schal... Ja, ich gebe Defense-Schal mal Pikachu. Weil Pirsif-Schal ist da doch nicht so gut.
Flegmon besiegen wir jetzt einfach mit A. Es geht dann doch ein bisschen einfacher. Pikachu, komm mal. Pikachu, du kannst doch nicht so blöd sein. So, da ist wieder die Treppe. U8 des Silbergrabens. Ja, es geht voran. Ja, erhöhe deine Verteidigung. In den Tod. Ihr seht, wir finden auch noch nicht sehr viel Geld. 38 Pokéballer, gar nichts. Und wunderbar, diese Fallen sollten wir dann doch vielleicht vermeiden. Ultraschall ist jetzt schon mal flöten gegangen. Wie gesagt, man kann... Na super. Man kann auch Top-Elixier irgendwo finden. Ammonitas, warum musst du dich jetzt so lange im Kreis drehen, bis ich da jetzt vorbeigehe? Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. So. Dann hier hinauf. Corazon. Da kann man auch ruhig Funkensprung spielen. So. Einen weiteren Defenschal. Den gebe ich jetzt sogar auch Magneton. Sympathie ist zwar ein echt gutes Item, aber ich will hier keine Pokémon erstmal rekrutieren, bevor wir nicht in Ebene 99 sind. Da erwartet uns nämlich ein sehr spezielles Pokémon. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass wir dann jetzt Sympathie dabei haben, aber man muss auch sagen, zur Verteidigung, wir brauchen es jetzt nicht unbedingt direkt. Corazon, das ist eine Wand. Nein! Wunderbar. Danke, Baldurfisch, für den ersten Belebersamen, den ich aufgeopfert habe. Und danke, EP-Verlustfalle oder AP-Verlustfalle, dass alle AP von Donnerblitz, von Achtung, Donnerblitz, weg sind. Und ich betrete einen Monsterraum. Juhu! So, jetzt ist total alles scheiße gelaufen. Was hätte scheiße laufen können? Was mache ich? Fluchtorb erhöht den Fluchtwert. Dann machen wir das mal. Also das könnte jetzt etwas dauern. Ich greife einfach das Pokémon an, das mir am nächsten steht. So, Pikachu röstet immerhin schon mal Europe und das andere Pokémon. So kann ich wenigstens nur das eine angreifen. Wunderbar, Kabuto verliert sogar an Geschwindigkeit. Dann greifen wir jetzt erstmal das an. Heilung. Oh, das ist eine... Corazon wird gefährlich. Ich sehe schon, Corazon kann hier durchaus gefährlich werden. Dann machen wir hier mal erstmal einen Funkensprung auf Corazon. Da kommt sogar noch ein Pokémon. So, nächstes Pokémon besiegt. Ja, Corazon ist da doch schon gefährlich. Kills, danke. Schreck zurück, dann können wir einen Schritt vor. So, Europe auch besiegt. So, wir leiden weiterhin Schadenspunkte. So, und diese Falle kann ich beruhigt treten. Flammenwurf, Geheimpower, 38 Pokéballer. Jetzt checken. AP-Verlustfalle, checken. Ach Mist. Ja gut. Anders konnte ich es jetzt nicht machen, aber Agilität ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich jetzt das verloren habe. Das muss man auch mal sagen. So. Seemops haben wir schon mal weg vom Fenster. Da ist die Treppe, sehe ich auch schon. Und ja, meine Damen und Herren, das war doch mal gerade schon mal ein bisschen spannend geworden, oder? Hei. Haben wir Donnerblitz verloren, dann sind wir in den Monsterraum getreten. Ja, nicht so optimal gelaufen in dieser Folge. Wir sind immerhin schon mal in U10, meine Damen und Herren. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Pokémon Mystery Dungeon in Ebene 11. Und liken und favorisieren dieses Parts nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal weg und sage bis denne, Servus und Ciao.